Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Place XD. Und dem Tiger Farm. Hallöchen. Das bedeutet heute leider wieder nur ein Alu. Leider. Ja. Bedeutet für uns, für Mikado und mich, wir müssen mehr arbeiten. Ja, ausnahmsweise mal. Aber so ist es halt. So. Oh, fliegen ist an. Okay. Ich werde jetzt als erstes mal meinen Ladewagen, glaube ich, verkaufen und mir einen deutlich größeren mieten, damit wir hier vorwärts kommen. Ach, der Mute. Zeit bitte auf 5. Ach ja, ja. Was ist denn bei der 17 angepflanzt? Oh, Baumwolle, ey. Ja. Aber eigentlich war das auch gar nicht mal so übel. 140.000. Wie viel kostet denn so ein Baumwolle-Teil, wenn man es mietet? 24.000. Ah, okay. Ja, aber ich glaube, das würde ich. Haben wir die Multiple Contracts drin? Nee, ne? Nee, hier nicht. Okay. Das LU darf nämlich natürlich Missionen machen. Wir nicht. Aber weil dadurch meiner Meinung nach die Chancengleichheit nicht mehr gegeben ist. Oh, jetzt habe ich runter, jetzt habe ich hochgefahren anstatt runter. Oh nein, es buggt schon wieder. Okay, jetzt weiß ich, warum das nicht ging. Ah. So, V, B, jetzt. Ah. Geht doch. Oh, bei mir leckt's. Bei mir ist aber nicht so gut. Bei mir nicht. Also, ich habe gerade 40 MS. Mein Stroh, was ich abladen wollte, ist. Ich hab 30, 20 MS. So. Nein. Nein. Was ist passiert? Jetzt hängt mein Ladewagen fest. Im Stroh. Oh nein. Okay, das ist natürlich. Das ist natürlich nicht so schön. Nee, war etwas komisch. So, wir bringen jetzt den Ladewagen zum Laden, verkaufen den und dann mieten wir uns mal ich einen konnte deutlich bis größeren. Zu minus 70.000 Euro zurückzahlen. Und richtiger Bug. Ach, der Muter Varuna. Hätten dann zum einen ein bisschen Kapital und zum anderen will ich mir einen großen Ladewagen mieten, damit wir schnell das Gras wegbekommen. Aber leider kannst du keine Sachen geheim halten. Warum nicht? Er kann sie einfach machen. Ja, ich kann es ja einfach machen. Muss ja, aber kannst du ja nicht mit mir überreden oder so. Ihr könnt auch irgendwo anders im Channel gehen, könnt ihr auch machen. Könnte er. Was er nicht macht. Nee. Ja, ich habe aber keine Geheimnisse. So ist das nun mal. Ich muss hier so ein bisschen tricksen. Tut mir leid. Du sollst nicht tricksen. Ja, tricksen ist es nicht. Es ist nur so. Cheaten! Auch nicht. Aber es ist so ein bisschen. Hacking. Mir was überlegen, damit ich da vielleicht doch noch Ende besser dastehe. Ah, wir haben ja hier den DPW. Oh, den werde ich mir direkt mal mieten. Nein. Nee, warte mal. Scheiße, das ist. Warte mal, scheiße. Ach man, ich wollte mir das so abgewöhnen. Ja, das wolltest du schon seit Anfang an irgendwann. 10 Jahre. Ach ja. Mann, jetzt habe ich mir 800 Euro. Ach Mann, jetzt habe ich 800 Euro versammelt. Ja, 2000 nochmal ausgeben. Ja, kann ich das nicht. Schade, schade. Schokolade. Was machst du denn mit dem Ballenwagen da? Mit Schokolade bestechbar. Ja, mit Schokolade bestellt. Ah! Hast du nicht gesehen. Zieht mich halt nicht immer auf. Das ist nicht aufziehen, das ist nur dein Tech. So, dann kauft der kauft sich einen größeren Ladewagen. Aha. Ja. Deswegen hat es auch gerade so ein bisschen geruckelt. Nur ein bisschen. Ich brauche ein bisschen mehr Kapazität.
Oh, ein bisschen. Ja. Oh. Ein bisschen. Ich weiß halt nicht, ob das ein bisschen ist. Warum nicht? Also, ich will ja jetzt nicht sagen, aber es ist mehr als ein Zweiachser. Ja. Das ist halt ein ich hab ja gesagt, er schummelt. Er schummelt. Warum denn? Er schummelt. Ich wirtschafte ja, verdammt. Ach, darum. Varuna schummelt nicht, merkt ihr das? Stimmt, Varuna mogelt. So. Da kriegen wir fast das mehr als das Doppelte weg. Krieg mal ja, du hast dir locker den Krone gemietet oder gekauft. Das zweieinhalbfache kriegt man da rein. Ne? Den Krone, ne? Oder? Vielleicht. Also ich weiß welcher. Obwohl, ich glaube nicht, dass du den Krone gewählt hast, weil der kostet erstens viel mehr und zweitens kann der andere noch mehr aufladen. Also hast du doch eher den anderen genommen, ne? 53.000 gehen rein. Was? 53.000? Ja, da kann man Aufbau. Dann wird's mehr. Oh. Aufbau geht auch noch? Verdammt, dann habe ich zu wenig. Ja. Da geht wirklich noch ein Aufbau? Nee. Ja, der Krone kann, glaube ich, 56.000 und den du jetzt hast, kann 56.500. Hä? Nein. Doch. Verdammt. Guck mal. Nein. Ja. Shit, Alter. Laderaum. Oh, kann ich wieder Option aufbauen. Sind zwar nur 500 mehr, aber immerhin. Hast du dir da gerade ein bisschen das Geld versammelt? Nee, ich habe nur nicht das Maximale rausgeholt. Ich meine, ich hätte ja auch ein bisschen mehr zahlen müssen dann. Das hätte nur 200 mehr gekostet zum Mieten. Da hat er sich gemietet. Ich weiß es nicht, aber ich mir mal. Na, ich glaube auch nicht, dass er sich den gerade so leisten kann. Bin gleich wieder da. Jo. Also ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie der Case ist echt schwach. Der Case ist schwach? Dein MB-Truck kommt nicht mal mit 3 Baumstämmen zurecht. Hä, hey, klar, den habe ich... Hey, ich habe schon 4 Baumstämme abgetragen damit. Der Case macht 5. Locker. Oh, der Case macht 5. Mit minus 5 km/h. Nö. Also bei mir lief der immer gut. Ja, aber das kann auch daran liegen, ich habe den leichtesten genommen. Ja, klar, man muss den größten nehmen. Aber den habe ich ja auch von Anfang an. Ich bin aber auch schon am überlegen, ob ich mir einen anderen Trick genommen habe. Wir müssen in den nächsten Folgen auch mal... Aber ich glaube, als erstes kümmere ich mich erstmal darum, dass ich mir eine 9-Meter-Schuhe kaufe. Ein neues was? Was? Neues was? Keine Ahnung. Ich bin wieder da. Baby. Dankeschön. Sehr nett von euch. Na, sicher doch. Ja, es ist sicher. Ich muss ein bisschen die Geschwindigkeitsnachteil von meinem Traktor muss ich ausmerzen. Ich kann ja bloß 43 fahren im Case. Ja, ich kann 53. Ja, der MB-Truck. Ich kann auch 53. Deshalb der Fast-Truck kann nur 63. Ja, der kleine. Nein, der große. Der kleine fährt 53. Echt? Ich dachte, der wäre noch schneller. Nee, der kleine fährt 53, der große fährt 63. Okay. Also im Shop steht zwar 50 und 60, aber es ist immer. Ja, ja, ist immer ein bisschen. Mehr. Ja, und immer genau 3 Gramm haben, ja. Warte, wo ist denn gerade der Silagepreis am höchsten? Hab ich jetzt gar nicht mal geguckt. Ja, okay, mal. Warte, vielleicht ist er auch in der BGR hoch. Ja. Wie viel kostet, wie viel bringt das denn pro 1000 Liter? 360. Okay.
Ja, die BGA ist immer ein bisschen niedriger. Und vor allem musst du auf den Preis aufs Geld warten. Ja. Aber vielleicht ändert sich das noch, dass es der Preis mal irgendwann in ferner Zukunft höher wird. Ja, weiß eventuell. Nicht. Oh, Eier haben gerade einen guten Preis. Eier haben generell einen hohen Preis. Ich weiß nur nicht, ja, ob sich das 6000. Lohnt. Da musste also, 200 oder 300 Hühner haben, dass sich das lohnt, glaube ich. Nö, muss man nicht unbedingt. Also, für die Hühner brauchst du ja nur Gerste oder Weizen. Und mehr brauchst du ja nicht. Und dann produzieren die Eier wie verrückt. Hey, brauchst du nicht einfach nur Weizen, oder? Ja, Weizen also eins von beidem. Okay, oh gut. Ah, Hühner hatte ich halt noch wirklich noch nie. Ein LS. Im ganzen LS hatte ich noch nie Hühner. Wird nicht funktionieren. Ich hatte noch nie Kühe. Ich hatte schon oft Kühe, aber hab mich nie um die gekümmert. Außer auf der Wassel-Map. Weil da ist es ja wirklich easy gewesen. Ja, die Wassel wäre cool, wenn es dir im 19er auch wieder geben würde. Ja, ey, das wäre mega. Das war so meine Lieblings-Map. Ich hab die so gefeiert. Ich kenne die nicht. Wie heißt sie? Wassel. W-A-S-S-E-L. Genau. Ich glaube, davon habe ich irgendwie schon mal was gehört. Muss man bei mir gucken. Ich habe die auch geletzplayt. Echt? Geletzplayt. Ja. Ah, übrigens, Artikel 13, ja, ist da schon längst. Ach nee, das ist das alte Kamelle schon. Wir nehmen heute auf, an dem Tag, wo Artikel 13 beschlossen wurde. Ja, stimmt, was kam jetzt eigentlich komplett da raus? Ich hab's gar nicht so gerichtlich gesehen. Zwei Drittel dafür, ein Drittel dagegen. Also das heißt, das Gesetz wird umgesetzt. Was es heißt, wird man erst in der Zukunft sehen. Darf ich das hier so sagen? Das S-Wort? Tu dir keinen Zwang an. Ich sag das die ganze Zeit, also darfst du das nun auch sagen. Artikel 13 ist Müll. Scheiße. Ja, oder so. Ich frag mich, wer so asozial ist, wer dafür stimmt. Ich weiß nicht, wer so asozial ist. Das raubt den... Also, ich will ja jetzt nicht sagen, dass jedes Kind süchtig nach YouTube ist oder so. Aber guck mal, das raubt den Kindern also den Spaß und die Freude so an diesen ganzen Sachen da. Weißt du? Würde es den Kanal von Varuna auch nicht mehr geben. Ja. Ja, das ist eben genau die Geschichte, wo wir uns einfach mal überraschen lassen müssen, was denn jetzt mit den kleineren YouTubern passiert. Erstmal ich nutze ja No Copyright Musik von YouTube direkt. Da können sie eigentlich nichts zeigen. Oder keinen Upload-Filter rein. Und ob das jetzt so ein Umsatz ist. Ich hoffe mal, dass einfach. Das meiste so bleibt, wie es ist. Ich hoffe jetzt nicht, dass irgendwas groß verändert wird, dass einfach wirklich nur noch diese Sachen von großen Fabriken oder so. Also diese Kanäle von großen Fabriken oder so da sein können. Ich meine, das hat YouTube ja schon angefangen, indem sie die Richtlinien hochgesetzt haben für Monetarisierung, dass sie damit den Kleinen ins Bein stellen. Ganz im Ernst. Ich finde das einfach unmöglich. Wie kann man einfach so dagegen sein, dass man einfach YouTube irgendwie schließt oder so. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Das genauso wie letztens in den Nachrichten habe ich irgendwie eine Frau gesehen, die hat sich darüber beschwert, dass Kinder in Restaurants immer so fettig und so essen. Und die sollen das mal abschaffen, dass die da mehr Gemüse nur noch als Kindermenüs anbieten. Ja, wirklich, die hat sich darüber aufgeregt, dass es da nur noch so fettige Sachen wie Chicken Nuggets oder so gibt. Und dass es dann mehr Karotten oder so geben soll als Kindermenüpack. Weißt du, gerade in Restaurants, da dürfen die Kinder doch essen, was sie wollen. Zu Hause, da kriegen die doch bestimmt genug so gesunde Sachen und sowas. Ich denke, das ist irrelevant. Die sollen einfach. Ich meine, die Eltern sind dafür verantwortlich. Dann gehe ich halt mit meinem Kind nicht in solche Restaurants oder nicht Fastfood. Ja. Ja. Also ich und meine Mutter und mein Bruder gehen ganz selten in Fastfood-Restaurants. Ja, wir eigentlich auch, nur ich gehe meistens immer
nach McDonald's, weil der ist eigentlich fast direkt neben unserer Schule, kann man so sagen. Da gehe ich dann von der Schule aus dann direkt nach McDonald's oder so manchmal. Aber 99,9% kocht meine Mutter selber. Ja, das ist auch gut. Ja, weil bei uns aber eigentlich auch. Also das ist eine reine Erziehungssache, ganz ehrlich. Obwohl, ich muss sagen, 20% davon koche ich auch. Weil ich kann schon echt gut kochen. Das ist immer gut. Auch Männer müssen kochen. Ich kann schon Nudeln alleine kochen. Das kann ich auch. Das ist irgendwie schwierig. Glaube ich euch nicht. Nee, da bin ich 100 Euro dagegen, dass ihr die Nudeln nicht kocht. Ich kann sogar Nudelauflauf kochen. Da werde ich auch 100 Euro dagegen. Ich sag noch, 8 Sachen, dann sind wir bei 1000 Euro und dann mache ich das alles mal für dich, ja? Also, Nummer 1, ihr kocht die Nudeln nicht, das macht der Herd. Nummer 2, du kannst keinen Nudelauflauf kochen, weil den backt man. Hey, mach doch gerade eine Kochstunde mit Varuna LP. Hatte ich auch schon überlegt, ob ich mal ein bisschen. Mach doch ein Projekt. Oh Gott. Kochstunde mit Varuna. Wie kochen mit Varuna. Wie kocht man Salat? Salat kocht man nicht, den schnippelt man. Das weiß ich auch. So mein klassisches Chili con Carne oder meine Spaghetti Bolognese. Sowas. Hat's schon. Was kann ich denn am besten? Irgendwas konnte ich auch mal ganz gut. Essen? Ich muss gerade überlegen. Das kann jeder gut. Ja, das kann eine Klassenkameradin von mir gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die, weißt du, das Schlimme ist, wenn wir Schokolade dabei haben, Alter, wir haben die nicht mal 2 Sekunden in der Hand. Wir nehmen die so raus und schon hat die sie in der Hand und frisst sie. Wir haben einen in der Klasse, wenn er Essen sieht, dann bettet er immer darum, ob er auch was haben kann. Immer. Das ist schlimm, ne? Das ist schlimm. Das ist verfressen, Alter. Richtig verfressen. Ja, und vor allem bekommen die bei uns 1000 Mal in der Stunde gesagt, ja, hier, nicht im Unterricht essen oder so, ne? Und dann habe ich hier so eine Tischnachbarin, ne? Da sehe ich die nur so kurz unter dem Tisch was machen. Auf einmal isst die da ihr Brot. Und dann später fragt sie mich auch noch, ob ich für sie was habe. Ja, und? Nein. Ja, manchmal habe ich dann einfach gar nichts mehr. Oder ich habe dann einfach nur so ein langweiliges Brot, was sie da nicht haben will. Du wirst schon runtergegessen. Hab nur Butterbrot dabei. Ah, stimmt, das ist eigentlich eine gute Taktik, muss ich auch mal merken. Ja, aber dann musst du das Butterbrot essen. Ah, scheiße. Oder du versteckst die Wurst immer. Wo die Wurst so in der Tasche versteckt. So. Also wir haben heute eigentlich... um die Wurst. Ich habe heute eigentlich nichts geschafft, ohne Witz. Also ich habe echt viel geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ein bisschen was geschafft. Ja, ich arbeite schon, aber ich habe nichts davon. Das ist aber nicht so schön. Also ich habe schon 14% vom Auftrag. Das ist gut. Und ihr dürft dreimal raten, was ich mache. Flügen. Ja. Wenn es so lange dauert, dann muss es pflügen sein. Gut, Leute, aber ich fahre gerade mal die Linie hier zu Ende. Und dann eine Sache musst du mich noch machen lassen. Eine Sache will ich heute noch in dieser Folge erledigen. Na dann mach. Dann fahre ich auch noch eine Bahn. Dann fahre ich auch noch eine Bahn. Weil das wäre jetzt so mies, wenn ich dann wirklich so kurz davor wäre. Und dann wirklich überhaupt nichts, also das überhaupt nicht in dieser Folge dann noch geschafft hätte. Das wäre echt mies. So, warte, eins muss ich noch gucken. 62, 25. Das Unternehmen hat 70.000 minus. Wie denn das? 7 und 8. Keine Ahnung, wie das geht. Zu schnell. Ich habe einfach auf Zurückzahlen gehämmert. Mit der Rücktaste und mit der Maus. Okay. 251.000. Ja, das ist ein bisschen was. Hm? Okay, dann weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob ich das überhaupt noch in dieser Folge schaffe. Ah, egal, wenn nicht, dann hole ich mir ein bisschen Kredit. Ist auch nicht so schlimm. Obwohl, nee, warte mal. Ich habe ja noch meinen Weizen. Das könnte ich auch noch verkaufen. Ha.
So, jetzt muss aber mal langsam Folgenende sein. Also, der ballert gerade richtig 15 Euros. Doch. Ich beeil mich, pass auf. 100. Er macht schon die Abmod. Also, ich mach schon Flash. Ich gerade richtig rein. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Sieht man. Nein! Nö, ich hab nicht abgedrückt. Ne, würde ich nicht tun. Ah, okay. Ich warte nur drauf, dass ich abgedrückt kann. Mikado hat gemeint, er hat keine Zeit, aber. Ich schaff das. Warte, wie viele Minuten haben wir denn schon aufgenommen? Ja, wir sind schon bei 21 gleich rum. Plus Intro. Oh, Scheiße, ich muss jetzt nicht wirklich los. Ja, dann mach doch zu Ende. Ich beeile mich. Test. Eins und eins. Gab's doch eins. Bin mal gespannt, ob ich noch schaffe, was ich angefangen habe jetzt gerade. Was hast du denn Schönes angefangen? Das verrate ich nicht. Guck die Folge. Oh. Das ist aber jetzt mies. Ich glaube, ich weiß, was sie vorhaben. Das ist echt fies. Aber Bruder. Der Drecke läuft nicht schneller, kann nichts machen. Ja, habe ich mir gedacht, schon gedacht. Aha. So, gleich. So. Schön weiter pflügen. Ich muss sagen, mit dem Gewicht hinten dran, bergab, fährt okay, ist trotzdem noch stabil. Okay, wir haben auch Radgewichte dran. Stabil. Na, alles klar, bei mir ist immer Radgewicht und Reitreifen. Ziel erreicht. Gut gemacht. Wuhu. Ja, okay, von mir aus kannst du jetzt abmoderieren, aber trotzdem muss ich dir eine Sache noch machen. Ob ich die jetzt. So. Komm, Varuna, mach die Abmod. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles, wie immer. Und schaut gerne morgen wieder vorbei beim Challenge-Projekt auf dem Zweisteinhof. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis morgen.